Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. In diesem möchte ich dir zeigen, wie du die DNS-Server auf deinem Android-Gerät abändern kannst. In den zwei anderen Videos habe ich das schon mal gezeigt, wie das geht. Bei den einen haben wir uns auf die Bordmittel von Android beschränkt und damit DNS über TLS genutzt. Und beim anderen Video haben wir Blockada verwendet und damit eben Werbung und Tracker von unserem System ferngehalten. In diesem Video möchte ich dir eine App zeigen, mit der du beides machen kannst, aber auch DNS über TLS oder DNS über HTTPS nutzen kannst. Also je nachdem, wo du dich befindest, kannst du dann die passenden DNS-Einstellungen verwenden. Zusätzlich bietet die App auch die Möglichkeit, zwei DNS-Server zu hinterlegen, sodass man immer ein Failover hat, falls ein DNS-Server mal nicht zur Verfügung steht. Die App nennt sich Nebulo und steht im Google Play Store als auch über F-Droid zur Verfügung. Bei F-Droid müssen wir allerdings das Repository des Entwicklers anbinden, damit wir die App dort finden können. In diesem Video beschränken wir uns mal für den Google Play Store, also öffne ich den einfach mal kurz und suche hier nach Nebulo. Und wenn ich das suche, dann finde ich hier Nebulo, DNS over HTTPS und TLS. Ich lasse das Ganze mal kurz installieren. Link auch zu den jeweiligen Stores gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Also einfach mal dort vorbeiklicken. Nachdem ich dann die App installiert habe, kommt ihr auch hier auf meinen Desktop dazu. Das ist schön. Und dann kann ich die einmal starten. Nun haben wir direkt die Möglichkeit, die App zu starten. Doch bevor wir das natürlich tun, sollten wir sie noch auf unsere Bedürfnisse einstellen, damit die App genau das tut, was wir wollen. Zum einen können wir hier über das Menü in die Einstellungen gelangen und die App im Allgemeinen mal noch ein bisschen konfigurieren, damit sie auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unter Generelles haben wir zum einen die Sprache sowie das Theme zum Auswählen. Wir können hier auch festlegen, dass die App automatisch nach Gerätestart gestartet wird. Also wenn euer Telefon neu startet, dann wird auch die App wieder gestartet, damit sie auch im Hintergrund weiterlaufen kann. Sie kann auch automatisch nach Updates suchen, soweit dies natürlich gewünscht ist. Von hier aus haben wir auch die Möglichkeit, bei diversen Apps das Verwenden dieser App als Verbindungsschnittstelle Richtung Internet zu unterbinden. Wir können hier dann sagen, welche App das nicht nutzen soll und direkt blanko ins Internet gehen darf. Natürlich meine Empfehlung, wählt hier nichts aus. Standardgemäß ist hier eine App ausgewählt, das ist Nebulo selbst, denn die App selber muss dann ins Internet kommen. Deswegen wähle ich hier nichts aus. Ihr könnt es ja auch invertiert machen, wenn ihr hier den Haken setzt, dann müsst ihr eben alle Apps auswählen, die diese App Richtung Internet verwenden sollen. Standardgemäß passt das. Wir können auch interne DNS-Server noch auswählen. Standardgemäß stehen die des Netzanbieters zur Verfügung, also die, die eben euer Netzanbieter intern im Heimnetz, eben euer Router, im Mobilfunk eben, euer Mobilfunkprovider eben bereitstellen. Wir können hier auch umschalten auf Cloudflare, Google oder Quad9 mit DNS über HTTPS. Nur, wenn ihr möchtet. Ich lasse das Ganze mal so und ändere hier dann nichts mehr. Wir können auch weitere Sachen machen, wie die Benachrichtigungen einzustellen, wenn eben etwas in der App auftritt, dass wir benachrichtigt werden. Wir können einen PIN-Schutz festlegen, damit dieser eben beim Betreten der App abgefragt wird, haben wir etwas mehr Sicherheit. Wir können DNS-Zwischenspeicher aktivieren. Damit können DNS-Anfragen noch schneller bearbeitet werden, wenn die schon im Cache drin liegen. Müsst damit ein bisschen Vorsicht verwenden, denn gecachte Inhalte können sich natürlich im Internet schnell ändern und dementsprechend verweist euer Handy oder euer Tablet auf falsche Einträge und dann sind Webseiten unter Umständen nicht mehr erreichbar. Ihr könnt es probieren. Wenn ihr damit keine Probleme habt, nutzt es gerne. Wenn Probleme auftreten, dann schaltet das Ganze hier auf jeden Fall wieder aus. Wir können hier noch ein Protokoll aktivieren, das ist standardgemäß deaktiviert. Das schont einfach ein bisschen den Speicher eures Android-Telefons. Denn wenn das die ganze Zeit Logs schreibt, dann geht es auf die Lebenszeit des internen Speichers. Deswegen ist es standardgemäß aus und sollte nur zur Fehlerbehebung mal aktiviert werden. Über die IP-Einstellung können wir hier noch festlegen, ob Nebulo mit gewissen IP-Protokollen arbeiten soll oder es lieber nicht machen soll. Standardgemäß sind die Einstellungen hier gut gesetzt. Es wird IPv4 als auch IPv6 genutzt. Das ist vor allem auch für den Mobilfunk sehr gut, denn dort wird sehr vieles über IPv6 abgewickelt. Über Netzwerk haben wir noch die Möglichkeit eben festzulegen, wie sich Nebulo bei Netzwerkwechsel verhalten soll. Wenn ihr merkt, dass Nebulo
nach einer Weile nicht mehr funktioniert oder wenn ihr zwischen WLAN und Mobilfunk wechselt, Probleme auftreten, dann könnt ihr hier eben die Einstellung abändern. Lest euch durch, ist relativ selbsterklärend und man muss hier dann einfach durchprobieren, ob es für einen hilft oder nicht. Die Optionen, die wir hier setzen können und die einem vielleicht helfen oder nicht, sind auch ja, geräteabhängig. Je nachdem, von welchem Hersteller dein Gerät kommt, sind unter Umständen irgendwelche Akkusparmaßnahmen installiert, die die Funktionsweise der App beeinträchtigen könnten. Bei Anfragespeicherung können wir das Ganze noch in CSV-Daten zum Beispiel exportieren lassen und alles wird ein bisschen mitgelockt, müssen wir eigentlich nicht verwenden. Zum guten Schluss gibt es noch einen Nicht-VPN-Modus, denn die App wird sich nachher als VPN-App im Android-System ausgeben. Wir können das Ganze aber auch anders machen, indem wir einfach sagen, hey, ich bin eine App, ich habe einen DNS-Server bereitgestellt, wir müssen einfach nur noch die Apps oder das System komplett auf diesen DNS-Server anpassen. Da dies aber meist ohne Root-Rechte nicht machbar ist, ist diese Funktion hier zwar ganz cool, allerdings für den Otto-Normalverbraucher nicht benutzbar. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, wenn ihr wisst, wo ihr eben in den Apps als auch in den Systemeinstellungen selber zum Beispiel DNS-Server inklusive Port abändern könnt. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr es findet, lasst es einfach bleiben. So, damit sind wir durch die Einstellung durch und ihr habt nun die App ganz gut für eure Verhältnisse, denke ich mal, eingestellt. Bevor wir jetzt hier auf Starten drücken, gehen wir hier erstmal auf das Server-Symbol. Denn hier können wir auswählen, welchen DNS-Server wir verwenden möchten. Wir haben einmal die Möglichkeit, DNS über TLS zu verwenden. Hier oben können wir aber auch noch auswählen, dass wir zum Beispiel Server mit DNS über HTTPS lieber verwenden möchten. Ihr könnt ihr eins von beidem auswählen. Ich habe es schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich finde beides gut, beides kann man durchaus nutzen, hat beide seine Vor- und Nachteile. Falls hier euer Lieblingsserver noch nicht dabei ist, können wir den natürlich auch hinzufügen. Dazu gehen wir einfach hier auf Neuer Server und dann müssen wir hier einfach nur das kleine Formular ausfüllen. Wir können hier einmal Server eben mit DNS über TLS als auch mit HTTPS dann hinzufügen. Wir kriegen auch hier automatisch passende Beispiele aufgelistet, wie wir die Adressen einzugeben haben. Ich werde jetzt hier im Tutorial das Ganze einfach für DNS über TLS machen. Das ist weniger Schreibaufwand für mich jetzt. Und ich werde jetzt hier einfach mal meine Pi-Holes hinzufügen, denn die fehlen jetzt hier in der Liste. Als Servername gebe ich jetzt mal hier zum Beispiel Pi-Hole 1 plus 2 an. Als primärer Server gibt es hier jetzt pi-hole1.hurli.net. Und es stand ja auch im Beispiel mit dabei, der Port soll auch mit angegeben werden, also Doppelpunkt 853, der Standardport für DNS über TLS. Ich kann hier auch dann, wie am Anfang erwähnt, auch noch einen sekundären Server angeben, dass eben ein Failover stattfinden kann, falls der erste Server hier ein Problem hätte. Das wäre jetzt hier in meinem Fall pi-hole2.hurli.net, Doppelpunkt 853. Ich bestätige dann das Ganze mit OK. Und dann habe ich hier jetzt einen neuen Eintrag. Das könnte ich jetzt auch noch mit Pi-hole 3 und 4 machen, die ja auch zur Verfügung stehen oder das Ganze noch mit DNS über HTTPS hinterlegen. Wenn ich alle meine Server hier hinterlegt habe, die ich gerne verwenden möchte, drücke ich die einfach an und bestätige dann das Ganze wieder mit OK. Und damit wäre eigentlich die App fertig eingerichtet. Wer jetzt noch gerne wissen möchte, wie gut man selbst zu den jeweiligen DNS-Servern, die eben in der Liste zur Verfügung stehen, angebunden ist, kann hier über das WLAN-Symbol einen kleinen Ping-Test starten. Wenn ich den nämlich jetzt starte, werden alle DNS-Server einmal angepingt und wir erhalten dann hier das Ergebnis, nach wie vielen Millisekunden die Server antworten. Hierbei wird ein normaler Ping-Test durchgeführt und keine richtigen DNS-Anfragen gestellt. Deswegen ist es hier nur das Ping-Ergebnis. Das zeigt nicht unbedingt gleich wieder, wie schnell der hier angefragte Server DNS-Anfragen verarbeiten kann. Wenn wir jetzt sehen, Cloudflare hat jetzt hier 18 Millisekunden, danach kommt Cloud9 und dann kommt erst Google und dann kommen die ganzen anderen. Hier unten haben wir noch DNS über TLS, die sind interessanterweise ein bisschen langsamer. Das wundert mich jetzt tatsächlich, dass die so viel langsamer sind. Und hier ist tatsächlich mein Pi-hole. Gut, 286 Millisekunden ist jetzt wirklich ein bisschen viel. Normalerweise liege ich so zwischen 8 und 15 Millisekunden. Also das Ergebnis mit etwas Vorsicht genießen. Gut, jetzt haben wir aber wirklich alles eingestellt. Wir verwenden den DNS-Server, den wir wollen. Jetzt müssen wir nur noch auf Starten klicken.
Deswegen betätige ich das. Wir kriegen dann hier nochmal die Info, dass eben jetzt die App als VPN sich ausgibt und dementsprechend eine VPN-Verbindung startet und dadurch der gesamte Netzwerkverkehr eben über diese VPN geleitet wird. Und dementsprechend können wir das Ganze hier jetzt gleich über die hinterlegten DNS-Server schicken lassen. Also drücken wir hier wieder auf OK. Dann kriegen wir hier eine Warnung des Systems. Denn ja, wie gesagt, die App gibt sich als VPN aus. Das müssen wir jetzt auch akzeptieren. Also drücken wir hier auf OK. Und schon sind wir eben mit der VPN verbunden. Wir sehen jetzt hier oben in der Statusleiste, wir haben jetzt hier einen Schlüssel. Das bedeutet einfach hier mit dem Android, wir haben jetzt hier eine VPN-Verbindung am Laufen. Unter Umständen steht jetzt hier bei dir VPN oder so. Im Normalfall ist es ein Schlüssel. Und damit geht jetzt alles über die App, was DNS-Anfragen betrifft. Wenn wir dann in die Statusleiste einmal reingucken, dann sehen wir auch hier einen Eintrag. Wir sehen, wie viele Anfragen bisher über die App liefen und wie viele Apps eben ausgeschlossen sind. Da stehen jetzt zwei drin, das sind nur die System-Apps. Alle anderen Apps, die sonst drauf sind, auch die restlichen System-Apps, die drauf sind, müssen jetzt ihren Weg über die VPN-App hier gehen. Wir sehen auch, wie viele Einträge im Cache sind. Ich habe jetzt hier ja natürlich einen DNS-Server hinterlegt, der auch Werbung sperrt. Und das kann ich euch jetzt ganz gut hier demonstrieren. Ich habe nämlich schon mal hier im Firefox einen DNS-Test aufgerufen. Wenn ihr es gerade gesehen habt, es war etwa 61% geblockt. Wenn ich das Ganze jetzt hier wieder aufrufe und alles über mein Pi-hole gejagt wird, dann sollte das Ergebnis besser sein. Und wir sehen auch hier, das ist tatsächlich der Fall. Wir sind jetzt hier bei 99%, nicht 100. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich lag noch ein bisschen was im Cache. Freshmarketer.com scheint noch erreichbar zu sein, hier zumindest in dem Test. Den Test findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Aber das ist zumindest für mich jetzt hier das Zeichen. Ich surfe jetzt hier über Nebulo als DNS-Server und nutze dementsprechend auch die hinterlegten DNS-Server, weil die blockieren halt Werbung. Damit sieht man es ganz gut. Ich habe am Anfang auch gesagt, wir können über die App auch tatsächlich Werbung sperren und müssen hier nicht DNS-Server hinterlegen, die das für uns schon tun. Tatsächlich können wir hier über die Nebulo-App auch hier nochmal das Menü aufklappen und die DNS-Regeln einmal aufrufen. Hier können wir tatsächlich Filterlisten hinterlegen, wie zum Beispiel auch bei eurem Adblock oder bei eurem Pi-hole, die wir dann hier oben einfach über den Schieberegler aktivieren. Dadurch lädt sich eben Nebulo die Filterlisten herunter und wenn Einträge eben auf den Listen draufstehen, wird die Abfrage mit einer Localhost-Adresse beantwortet, sprich die Webseite kann nicht erreicht werden, weil jedes Mal das Gerät auf sich selbst zeigt. Damit werden eben Werbung, Tracker und schlechte Webseiten gesperrt. Wie ihr an solche Listen drankommt, zeige ich euch mal in einem anderen Video. Zur Vervollständigung noch. Wenn ihr natürlich mit der App Pause machen müsst, weil es irgendwelche Probleme gibt oder ihr wollt sie gerade nicht verwenden, gibt es hier auch den Stopp-Button wieder und dann verschwindet hier oben das VPN-Symbol und wir sind jetzt wieder ganz normal über die DNS-Server online, die eben via DHCP von unserem WLAN-Router oder von unserem Mobilfunkprovider übermittelt wurden. Damit sind wir auch am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten in den Videokommentaren Feedback da, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn das Video gefallen hat. Und empfehle natürlich das Video hier inklusive den kleinen Kanal an deine Freunde weiter. Vielleicht haben die ja auch Interesse an dieser App. Weitere Videos zu verschiedenen DNS-Themen gibt es auch unten in der Videobeschreibung, wie du zum Beispiel auch dein eigenes Pi-hole aufsetzen kannst und was es dort so ein bisschen zu beachten gibt oder was auch zum Beispiel der Unterschied zwischen DNS über TLS und HTTPS ist. Bis dahin, viel Spaß mit der App Nebulo und hau rein!